Ah, jetzt klappt's anscheinend. Hallo, 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 einen wunderschönen Sonntagmittag wünsche ich dir. Sonntagabend haben wir ja schon. Ups, kleiner Wackler. Ich kämpfe hier gerade mit der Technik seit inzwischen 7 Minuten und versuche hier live zu gehen. Und irgendwas mag Facebook heute nicht. Aha, okay, jetzt scheint es hier zu funktionieren. Mal gerade auf der Testseite gucken. Als Zuschauer sehe ich keine. Was ist sonst noch möglich? Ah, doch, das scheint zu funktionieren. Jetzt sehe ich Zuschauer. Okay, gut, scheint zu funktionieren. Gut, auch wenn ich. Hallo, liebe Marie-Louise. Kannst du mir mal, du bist die Einzige, die ich hier sehe. Kannst du mir einen Daumen hoch mal geben oder ein Herzlein? Schön, dass du da bist. Ob ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor ich hier weiterquatsche. Weil mit meinem Computer hat Facebook mich nicht live gehen lassen. Oder schreib mal ins Kommentarfeld, schick mal da mal was. Ich sehe, es sind Live-Zuschauer dabei. Naja, wird schon klappen. Okay, liegt auch wohl ein bisschen hier an unserer genial starken Internetverbindung. Wie auch immer. Ja, herzlich willkommen zu Tag 11 ist es, glaube ich, heute. Der 21-Tage-Challenge. Raus aus dem Mangel und der Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Darüber möchte ich heute nochmal mit dir sprechen. Wir haben ja so die ersten 10 Tage, die ersten 9 Tage so ein bisschen mit meditativen Übungen verbracht, auch mit Atemübungen. Schau dir das gerne immer wieder an und mach dir da auch gerne Notizen, dass du die Übungen für dich auch eben hast, für dich zu Hause, dass du sie völlig unabhängig von hier auch immer wieder machen kannst. Es ist eigentlich Sinn und Zweck, solche Übungen nicht nur einmal zu machen, sondern immer und immer wieder. Das sind auch Übungen, die mich auch immer jeden Tag begleiten. Ja? Und seit gestern habe ich mir jetzt überlegt, dass ich dir jeden Tag mehr so Anleitungen gebe, was genau du jetzt denn machen kannst, um wirklich aus dieser Orientierungslosigkeit rauszukommen und vor allem auch vielleicht gerade in der jetzigen herausfordernden Zeit, um es mal so auszudrücken, okay? Und gestern habe ich mit dir darüber gesprochen, dir mal ein Blatt Papier zu holen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach es anschließend. Schau dir den Beitrag von gestern nochmal an und mach dir mal Notizen drüber. Welchen Beitrag möchtest du denn jetzt eigentlich sein? Was sind denn so die Dinge, die dir Freude bereiten, wo du sowieso von anderen immer um Rat gefragt wirst? Was sind so die Dinge, die dir leichter fallen als andere in deinem Umfeld, ja, wo dein Umfeld dich vielleicht auch immer wieder um Hilfestellung fragt, oder schau auch mal in deinem Bücherregal nach, welche Bücher liest du, welche Online-Kurse besuchst du, welche YouTube-Videos schaust du, mit was beschäftigst du dich, ja? Und was von den Dingen. Und bitte löst dich da auch von dem Gedanken, du musst in irgendetwas perfekt sein. Das ist immer unser größtes Handicap, zu denken, ich muss in irgendetwas perfekt sein, um anderen Menschen helfen zu können. Du musst nur einen Schritt weiter sein. Und vor allem sind es meist so genau die Dinge, wo du denkst, ja, das ist ja normal, das ist ja jetzt nichts Besonderes, das kann doch jeder, das weiß doch jeder. Weiß eben nicht jeder, weil es gibt da Bereiche, wo du einen Schritt weiter bist als andere in deinem Umfeld und noch viel mehr da draußen, die dich ja noch gar nicht kennen, die dich ja noch gar nicht gesehen haben, die noch gar nichts von dir wissen. Das sind ja alles so die Dinge, wo du dich in der Zukunft überhaupt mal zeigen darfst, wenn du das möchtest. Ja? Da gibt es ganz simple und einfache Möglichkeiten, da draußen auch sichtbar zu werden. Viel, viel einfacher als noch vor, ja, 16 Jahren, als ich angefangen habe, mühselig eine Webseite zu basteln, und dann weiß ich noch, hatten wir mal so Flyer uns bestellt, bin ja zusammen mit meinem Mann damals gestartet und hatten damals im Saarland so 2, 3 Tage miteinander verbracht, losgefahren und Flyer verteilt und solche Dinge, ne, um sichtbar irgendwie zu werden und natürlich auch
über Google AdWords damals Werbung geschaltet, also ziemlich aufwendig und auch ja mit Kosten verbunden. Also ein bisschen was durfte man da wirklich auch investieren. Kann man heute auch noch, aber heute, die Zeiten haben sich wirklich gewandelt. Heute darfst du dir erlauben, und da gibt es wunderbare Möglichkeiten, direkt ins Geldverdienen zu kommen, auch ohne zu investieren. Und dann kannst du im zweiten Schritt anfangen, dein Business, dein Herzensbusiness, dein Seelenbusiness, und das sollte bitte auch immer bestenfalls, dann funktioniert es einfach am besten, mit deiner Lebensaufgabe, mit deinem Seelenberuf in Übereinstimmung sein. Denn dann ist das, was du von hier aus nach außen ausstrahlst, dann wirst du zum Kundenmagneten, dann wollen die Leute wirklich deine Nähe haben und wollen zu dir und wollen sich von dir helfen lassen. Und gerade in der jetzigen, ein bisschen herausfordernden Zeit wird genau deine Hilfestellung eigentlich da draußen gesucht. Und du, meine Liebe, du bist ja letzten Endes auch hier, weil du tief in dir irgendwie spürst, vielleicht geht es dir ja genauso, wie es mir früher ging, dass du am Schreibtisch hockst. Ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, 30 Jahre da gehockt, die letzten Jahre zunehmend mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Das ist überhaupt nicht mehr mein Ding, ich will das eigentlich gar nicht mehr, mir meinen Tag so von anderen vorschreiben lassen und. Und ich spüre irgendwie schon lange in mir, da muss es doch noch mehr geben, was das Leben mir zu bieten hat. Und deshalb bist du ja hier. Entweder hast du schon Ideen, dich nebenbei selbstständig zu machen, oder du weißt einfach nur, das, was du bislang machst, willst du nicht mehr definitiv machen bis zur Rente, weil es dich nicht glücklich macht und nicht erfüllt. Oder vielleicht bist du auch selbstständig, aber es läuft einfach nicht rund. Es bringt dir nicht die Einnahmen, dass du gut oder vielleicht überhaupt davon leben kannst. Das hängt einfach dann mit den Dingen zusammen, dass das nicht autark ist mit deiner Lebensaufgabe, dass du dir vielleicht irgendwas überlegt hast, nur was macht dir Spaß, was macht dir Freude und ja, dich damit da draußen zeigst oder auch nicht zeigst oder nicht auf die Art und Weise zeigst, wie du dich zeigen könntest und. Also das ist ein komplexes Thema. Will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Das wäre jetzt auch viel zu viel, sondern gestern hast du die Aufgabe von mir bekommen, einfach dir Gedanken drum zu machen, welcher Beitrag möchte ich denn jetzt sein? Und schau da einfach, wo deine Interessen liegen, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, wo du von anderen auch immer wieder gefragt wirst um Ratschlag, um Tipps oder solche Dinge, oder wo du von dir aus gerne Tipps weitergibst und sowas. So. Und wenn wir dann diesen Schritt weitergehen, damit du auch wirklich, kannst du das so vorstellen, deine Fähigkeiten, deine Gaben und deine Talente ist so wie ein Auto. Und das Auto ist vollgepackt mit den Geschenken, die du da hast, da draußen für die Welt. Damit du aber auch mit dem Auto losfährst, ja, und auch ja, nicht nur den Mumm hast, dich auch zu zeigen da draußen, dich deinen Kunden zu zeigen, deinen künftigen, beziehungsweise über diese Schwelle auch hinwegzugehen, möglicherweise auch, ja, da steckt ja immer so eine Angst in uns, uns da draußen zu zeigen, weil sobald man sich da draußen zeigt, kann man natürlich auch kritisiert werden und sowas. Und wir sind in unserer Kinderstube genug kritisiert worden und das wollen wir dann oftmals als Erwachsene nicht mehr. Ist ja auch verständlich, wer will schon kritisiert werden, ja? Man hat als Kind ja schon genug an uns rumgenörgelt, das brauchen wir dann eigentlich als erwachsene Person nimmer. So, und deshalb ist es wichtig, dass du genau weißt, wo soll es denn hingehen, dass du dir also genau klar drüber wirst. Wo willst du zum Beispiel zum Ende diesen Jahres stehen? Das wäre Dezember, nehmen wir da gerne mal das Datum 31.12. Und wo möchtest du zum Beispiel in 5 Jahren sein? Das ist dann das größere Ziel. Du könntest dir zum Beispiel, wenn du jetzt noch im Büro irgendwo hockst und unzufrieden bist, weil du einfach spürst, das ist nicht mehr deines, könntest du dir einfach schon mal ausmalen, jetzt, das wäre meine heutige Aufgabe für dich,
dir deine Ziele zu setzen. Wo willst du am 31.12.2020 stehen? Wie willst du auf dieses Jahr zurückblicken? Das könnte zum Beispiel sein, dass du schon so dein kleines Business am Start hast und schon mal, keine Ahnung, ein bisschen Geld, 2.000, 3.000 Euro nebenbei verdienst. Ja? Und dann überleg dir auch mal ganz klar, was hat sich so mit 2, 3 oder auch 5.000 Euro für dich schon alles verändert? Für dich, für deine Familie, für deine Partnerschaft, was hat sich da schon alles für dich verändert? Und zwar nicht nur beruflich, dass du vielleicht deinen Job dann schon mal, ja, so in Aussicht stellen kannst, 2021 zu kündigen, voll durchzustarten. Oder du kannst einfach mal einkaufen gehen in den Bioladen, nur und dir das Allerbeste an Nahrungsmittel gönnen, weil du einfach ein gutes Zusatzeinkommen hast. Oder du kannst deinen Schatz oder deine Kinder einfach mal so einladen zum Essen oder zum mehrtägigen Urlaub, Weihnachten, Silvester, sonst wo verbringen in der Wärme. Wir waren letztes Jahr im Dezember 2 Wochen mit der gesamten Familie in der Karibik unterwegs. Das war so, so genial. Das hätte ich mir vor 10 Jahren nie träumen lassen, dass wir mal mit der ganzen Familie, und wenn ich von unseren Kindern spreche, die sind 19 und 21, also da gibt es keinen Kindertarif mehr, sondern da gibt es den Tarif für Erwachsene. Das hätte ich mir noch nicht so träumen lassen, aber tief in meinem Herzen habe ich es mir gewünscht, also stand es auch auf meiner Zieleliste drauf. Das geht alles viel schneller in Erfüllung, als du denkst. Ja, was hat sich noch für dich geändert? Wie willst du noch auf dieses Jahr zurückblicken im Dezember? Werde dir da wirklich klar drüber. Wie und wo willst du einkaufen gehen? Welche Freizeitaktivitäten willst du noch mal haben? Was willst du planen für 2021? Wie willst du wohnen? Vielleicht willst du dir eine neue Wohnungseinrichtung kaufen. Wechseln. Vielleicht willst du aber auch ortsunabhängig unterwegs sein oder was auch immer. Finde da so, ich sage immer gerne, also das mache ich immer so mit meinen Leuten in der Akademie, wo wir ja da noch viel, viel tiefer ins Detail gehen. Ich gebe es dir hier jetzt nur mal so als erste Hilfe grob weiter. Finde da so für 5 Lebensbereiche ein klares Ziel, wo willst du im Dezember diesen Jahres stehen? Wie viel Geld willst du nebenbei verdienen? Hauptberuflich ist natürlich auch drin, aber wenn ich jetzt mal von ausgehe, dass du vielleicht noch wie ich früher am Schreibtisch hockst, irgendeinem Job nachgehst, der dich nicht erfüllt, wo du tief in dir spürst, das will ich definitiv nicht bis zur Rente machen. Wie viel Geld willst du nebenbei verdienen? Was macht das überhaupt mit deiner beruflichen Situation? Vielleicht kannst du das alles viel relaxter und leichter dann sehen, weil du genau weißt, noch ein halbes Jahr und dann bin ich raus hier, dann kann ich die Kündigung schreiben. Welche Auswirkungen hat das auf den privaten Bereich, auf deine Partnerschaft, auf deine Familie, auf deine Kinder und dann noch 2 Bereiche deiner Wahl, sei es für Lifestyle, für dich, dass du dir andere Kleider kaufen kannst, andere Nahrungsmittel kaufen kannst, anders wohnen und leben kannst und ja, vielleicht auch das Ziel hast, auch mit deiner Familie zu reisen, also mit der jetzigen Ausnahmesituation. Ich schaue halt immer, wo es hingeht und frage dann, wer kommt mit. Ne? Mein Mann, klar, ist sowieso mit dabei, manchmal sind die Kinder beide dabei, manchmal ist nur eins von den Kindern dabei, manchmal sind wir eben nur zu zweit unterwegs. Ja? Also völlig frei, wie es uns gerade gefällt, das kannst du eben auch haben, aber du musst nur mal wissen, wo du denn mit deinem Auto hin willst. Ja? Deshalb ist es so wichtig, dass du dir klar darüber wirst, wo soll denn die Reise hingehen und dir so eine Zielcollage einfach machst. Such dir da Bilder im Internet raus, die genau dieser Vision eben entsprechen für diese 5 Bereiche. Und dann kannst du deine Ziele nochmal ein paar Etagen höher stecken und zum Beispiel auch eine Planung machen, wo willst du in 5 Jahren sein. Ja? Das wäre so die Aufgabe, die ich dir gerne gebe, damit du schon mal so grob aus dieser Orientierungslosigkeit rauskommst und du musst jetzt überhaupt nicht wissen, wie soll das gehen. Wenn dein Denker, dein Verstand dir währenddessen sagt, das funktioniert doch nicht, ich bin doch zu alt,
Gehalt jetzt und wie soll das gehen und. Um diese Dinge brauchst du dir jetzt wirklich noch keine Gedanken zu machen, sondern du solltest von gestern diese Aufgabe gemacht haben, welcher Beitrag möchte ich jetzt sein, also schau es dir gerne nochmal an, ich habe es ja hier zu Beginn jetzt auch nochmal ein bisschen dazu erklärt und das ist auch wichtig, dass du dir darüber nicht nur Gedanken machst, sondern dass du es wirklich schriftlich fixierst und formulierst, also wirklich hier auf ein Blatt Papier bringst, ja? Und diese Zielcollage auch machst, das ist eine Sache von einer halben Stunde oder Stunde maximal, dann hast du es. Und dass du dir das dann eben zum Beispiel als Bildschirmhintergrund machst, auf dem PC oder auf dem Handy, bestenfalls auch ausdruckst. Und da geht es dann einfach darum, damit auch immer zu arbeiten. Dir diese Bilder, weil unser Gehirn arbeitet nun mal in Bildern. Das jetzt nicht irgendwo dann jetzt einmal machen und dann im Nirvana irgendwo verschwinden lassen. Den Fehler habe ich früher gemacht. Ich habe da mal so eine Zielcollage gemacht, jo, und dann ist die irgendwann mal im Schrank verschwunden. Nein, es geht wirklich darum, damit zu arbeiten. Also dir diese Zielcollage wirklich wenigstens zweimal am Tag anzuschauen. Ganz, ganz wichtig. Und zwar einmal morgens, wenn du aufstehst, zur Toilette gehst, dort sollte dir auf jeden Fall eine Version deiner Zielcollage liegen. Weil wenn wir dann so auf der Toilette sitzen, dann sind wir noch in so einem gewissen Zwischenzustand, dann sind wir noch nicht richtig wach, aber wir schlafen auch nimmer. Und dann solltest du schon diese Bilder durchgehen, diese 5 Bilder, die du auf der Zielcollage hast. Und dann ist es ganz wichtig, dass du mit dem Gefühl auch da reingehst. Also nicht nur angucken, sondern ganz, ganz wichtiger Aspekt, mit dem Gefühl da auch reinzugehen. Dein Gefühl, deine Emotion, dir vorzustellen, wie es ist, wenn du schon da bist, das ist ganz wichtig, weil damit gibst du einfach die Aufgabe an dein Unbewusstes ab, dich dahin zu lenken, dich dahin zu bringen auch. Ja? Das ist so wie, ja, wenn du auf der Couch hockst und guckst einen total romantischen Liebesfilm mit einer total romantischen Szene und dir laufen so dicke Krokodilstränen die Wangen runter, weil du so in diesem Filmgeschehen drin bist. Eigentlich hockst du ja nur auf der Couch und trinkst einen leckeren Tee und eigentlich gar nichts Besonderes. Aber dein Gehirn, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen dieser Realität oder der anderen Realität. Deshalb ist es so wichtig, dass du auch da bei der Zielcollage mit dem Gefühl reingehst. Ganz enorm wichtig. Und dann wirst du auch merken, bei diesen kurzfristigen Zielen, jetzt zum Beispiel Ende des Jahres, wie schnell du da auch wieder Bilder austauschen kannst. Das ist total gigantisch, enorm, wie schnell die schon zur Realität geworden sind. Mir ist gerade vor 2 Wochen war das erst aufgefallen, das war mir gar nicht, das ist mir trotzdem, ich die immer angucke, aber es war mir gar nicht so bewusst, als ich mir ein Bild angeguckt hatte auf meiner Zielcollage, ich habe jetzt so eine fortgeschrittene Variante von Zielcollage, das hier ist jetzt erstmal die Basis, weil bei mir gibt es das eben auch als Film, aber das wird jetzt hier zu weit führen, ich will dir ja so rasche erste Hilfelösungen hier geben. Da ist mir aufgefallen, in diesem Lebensfilm war unter anderem auch eine Wohnung auf Zypern ja drin. Und da habe ich irgendwie mal so auf eine andere Art, keine Ahnung, bewusster dahin geguckt und habe geguckt und gedacht, Mensch, guck mal, die Wohnungseinrichtung hier von dieser Wohnung, die ist genau identisch mit der Wohnung, die wir dieses Jahr auf Zypern hatten. Das ist, und mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Genau so habe ich diese Wohnung auf Zypern realisiert, war in der Wohnung und es ist mir nicht wirklich aufgefallen. Ja? Also so schnell kannst du da wirklich nochmal Bilder austauschen. Und wenn du dann noch so ein 5-Jahres-Ziel hast, mit größeren Zielen, mit wirklich ganz hoch gesteckten Zielen, wo der Denker, der Verstand erst recht sagt, boah, das geht doch nie im Leben, das funktioniert doch überhaupt nicht, aber es fließt aus deinem Herzen heraus. Das ist dann so die längerfristige Planung auf diesen Weg, wo du dich begibst. Das funktioniert genauso wie Parkplatz bestellen. Hast du bestimmt auch schon mal was von gehört. Vielleicht machst du es auch, den Parkplatz irgendwo.
feststellen, wenn du unterwegs bist? Das machen wir ganz spielerisch. Machen wir uns keine Gedanken drum, ob es funktioniert oder nicht. Und es funktioniert. Und wenn wir dann irgendwo auf den Parkplatz kommen und sehen einen direkten freien Parkplatz, was machen wir dann? Wir drehen nochmal ein, zwei Runden und dann plötzlich, ich wundere mich da immer und denke, ist ja interessant, wie dieser Mann jetzt hier an das Auto geht, holt einen Autoschlüssel, macht auf, fährt aus der Parklücke raus und schwupps, habe ich einen Parkplatz. Interessant, wie das Universum das jetzt mal wieder geregelt hat. Und so gestaltest du dir nicht nur die Parkplatzsuche, den freien Parkplatz, sondern letzten Endes dein Leben, deine Ziele, indem du wirklich, und deshalb ist es so wichtig, das möchte ich dir heute ausdrücklich auf den Weg mitgeben, dir eine kurzfristige und eine langfristige Zielcollage zu machen, gerne einfach einmal 31.12. als Datum 2020 und einmal der 31.12.2025. Dann hast du so noch ein höher gestecktes Ziel, damit dein Motor wirklich, der Ferrari, den du eigentlich hast mit deinem ganzen Potenzial, wirklich dann auch nicht nur im ersten und im zweiten Gang fährt, sondern wirklich Fahrt aufnimmt und auch wirklich in den dritten, fünften, in den fünften und sechsten Gang geschaltet werden kann. Okay, gut, meine Liebe, mein Lieber. Oh, jetzt sehe ich ja plötzlich auch im Handy angezeigt die Zuschauer, die Marie-Louise, die Doreen, hallo Hedwig, hallo Monika, hallo lieber Ingo, oh, schön dich auch mal wieder zu sehen. Genau, das wäre so die Aufgabe für morgen oder bis morgen, die ich dir mit auf den Weg geben würde und morgen gehen wir dann in den nächsten Step rein. Okay? Damit du jetzt wirklich raus aus dem Mangel, raus aus der Orientierungslosigkeit kommst und dir wirklich mal beginnst, dein Leben so zu erschaffen, wie du es möchtest. Und vor allem, und gerade jetzt haben wir so viele, ich rede ja ungern in Problemen, sondern mehr in Herausforderungen, gerade jetzt gibt es doch so, so viele Herausforderungen da draußen, wo du mit deiner Kreativität gefragt wirst. Du kannst es dir vielleicht nur noch nicht vorstellen, aber dazu bist du ja hier, um dir hier Anregungen und Anleitungen zu holen. Und die bekommst du von mir. Okay? Dann sehen wir uns morgen nochmal um 12.30 Uhr. Ach, morgen ist Montag. Morgen sehen wir uns ja auch zweimal. Morgen bin ich um 12.30 Uhr im Rahmen dieser Challenge hier online und morgen Abend nochmal um 18 Uhr. Let's talk about your Seelenplan. Also wenn du da noch detailliertere Fragen hast, dann poste mir das gerne hier ins Kommentarfeld oder morgen im Laufe des Tages. Dann nehme ich das gerne auch morgen Abend mit auf. Okay, hab noch einen wunderschönen Sonntagabend. Lass es dir gut gehen. Hab vor allem Freude und schau, dass du wirklich in ein hohes Energielevel kommst. Denn kleiner Ausflug noch in die Bedürfnispyramide nach Hopkins, das ist ja so gestaffelt von 0 bis 1000 und ab 500, ab alles was ab einer Energie von 500 nach oben geht, kleiner Geheimtipp, da haben Viren keine Chance anzudocken. Es ist das Beste, was du machen kannst, jetzt dafür zu sorgen, neben frischer Luft tanken, neben gesunder Ernährung und allem Möglichen, was man da machen kann, dafür zu sorgen, dass dein ganzes Energiesystem in eine gute Schwingung kommt. Das heißt, gewöhn dir an, jetzt zu lachen, zu tanzen, zu singen. Leg dir jetzt vielleicht gleich mal deine Lieblingsmusik auf und tanz mal eine Runde. Entweder mit dir selbst im Wohnzimmer oder schnapp dir deinen Partner, der sich vielleicht mal kurz wundert und denkt, was hast du jetzt für eine Droge genommen oder hast du heimlichen Schnaps getrunken. Egal, hab einfach Spaß und Freude, das ist der allerbeste Virenschutz überhaupt, weil da mögen Viren nicht hin, die haben keine Chance, da ins Energiefeld reinzukommen. Okay, bis morgen, ciao!